Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Alle Kämpfe auszufechten, die man ausfechten muss, um sein Ziel zu erreichen. Wer hat dann das Recht, einen aufzuhalten? Möglicherweise wollen ein paar von ihnen auch unbedingt noch was erledigen, was ihnen seit langem auf der Seele brennt. Ein geheimer Wunsch. Und dann heißt es nein, obwohl sie bereit sind, alles zu tun. Wer hat das Recht, das zu sagen? Wer? Niemand. Sie haben das Recht, auf ihr Gefühl zu hören. Aber niemand hat das Recht, nein zu sagen, nachdem man alles getan hat, um das zu tun, was man tun will und was man ist.